Okay, also Umschiffen war eigentlich ein sehr, sehr guter Aufhänger. Ich orientiere mich so ein bisschen am Maritimen. Das liegt einfach nur daran, dass ich kurz einen Erfahrungsbericht aus einem Projekt geben möchte, wo es um die Entwicklung oder um das Migrieren von einer Windows-GIS-Applikation in Web 2.0 geht. Das Ganze fand bei einem kleinen Unternehmen im Norden statt, deswegen auch so eine ganz dezente maritime Färbung von meinem Vortrag. Also wir wollen von dem in diesem Projekt, ja, was alles an Klassischem vorhanden ist, das Ganze ein wenig modernisieren, verschlanken, vereinfachen. Das kommt ja hoffentlich ein wenig rüber. Was wir dabei vorgefunden haben, sind eine Menge Experten. Zum einen aus Sicht der Anwender. Ich hatte hoffentlich erwähnt, dass es um ein kommunales Projekt geht. Also, wir haben sehr, sehr viele gestandene kommunale Anwender dieser GIS-Software. Wir haben natürlich auch gestandene Softwareentwickler, die mit diesem Projekt groß geworden sind, die das über Jahre und Jahrzehnte groß gemacht haben, die es sehr, sehr gut gewohnt sind. Nun werden die vor die Frage gestellt, was sie da aktuell vor sich haben eigentlich. Wir sehen hier so eine Unmenge an Funktionen, wo der Experte sich dann schon überlegen muss, okay, was habe ich denn hier alles noch? Was brauche ich heutzutage überhaupt noch? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Nun, wir haben eigentlich sehr, sehr Großes vor. Bleiben wir mal beim Maritimen. Also wir haben ein großes Schiff zu steuern. Das Ganze soll sich sehr, sehr schnell bewegen heutzutage. Wir wollen also eine moderne Oberfläche haben, eine moderne Anwenderführung haben. Aber eigentlich ist so der insgeheime Wunsch auch da. Eigentlich wollen wir uns gar nicht verändern. Passt super zusammen, nehme ich an. Aber das ist immer so ein Standardwunsch, mit dem man dann natürlich konfrontiert wird in der Entwicklung. Welche Wege kann man gehen? Ich spreche jetzt ein bisschen als der Softwareentwickler, weniger als der GIS-Profi. Ich komme also eher aus der agilen Softwareentwicklung. Das soll hier so ein bisschen dargestellt sein. Statt ein großes Schiff bewegen wir möglichst viele kleine, die verschiedene Aufgaben übernehmen können. In der Softwareentwicklung kann das bedeuten, dass wir sehr, sehr viel modularer arbeiten, dass wir nicht mehr diesen Riesenklotz an Software mit uns herumschleppen müssen, dass wir endlich mal auch so ein bisschen die Grenzen von Windows aufbrechen, indem wir uns eben auf verschiedenen Plattformen bewegen können. Wir werden also sehr viel flexibler. Wir erreichen idealerweise das gleiche Ziel. Die Richtung stimmt hier hoffentlich. Ja, und haben eigentlich die Chance, weil wir so flexibel sind, auch sehr viel beweglicher auf Anwenderwünsche zu reagieren. Soweit der Plan. Ich hoffe, ganz gut und soweit nachvollziehbar. Was ist jetzt in der Praxis passiert? Natürlich muss die bestehende Softwareentwicklung erstmal weitergeführt werden. Wir sprechen hier tatsächlich auch von einem kommerziellen Unternehmen. Geld soll verdient werden. Die Mitarbeiter möchten natürlich ihre Familien auch ernähren. Also läuft diese Geschichte zum einen weiter und zum anderen kommt etwas Neues dazu. Man müsste also hier an der Stelle jetzt entsprechend, sagen wir mal, die Schnellboote alle einsetzen, entsprechend Softwareentwickler, Berater hinzuziehen. Das ist in meinem Fall so auch geschehen. Das Endergebnis sieht vielleicht aber ein bisschen anders aus, als Sie es erwarten. In etwa so. Das heißt, wir haben hier unser eines Schnellboot, also unseren einen Softwareentwickler. Was da drauf ist, sind jetzt nicht irgendwie verzweifelte weitere Mitarbeiter. Sprechen wir mal hier eher vielleicht von den Passagieren, die transportiert werden möchten und die dieses Boot doch so leicht überladen. Es ist auch nicht mehr besonders schnell. Übersetzt an den praktischen Alltag bedeutet das, wir haben leider nicht die Ressourcen, die für ein solches Projekt sinnvoll gewesen wären. Wir haben also ein sehr, sehr schmales Budget zur Verfügung gehabt. Letzten Endes auch die Kooperation zwischen den verschiedenen Elementen, die hier mit reinspielen müssen, ist so nicht gegeben gewesen. Das Ganze, ja, man kann es absehen. Das Boot bewegt sich nicht sehr schnell. Wer weiß, ob es überhaupt ankommt. Das Projekt ist in diesem Fall, von dem ich jetzt berichte, zunächst mal nicht besonders erfolgreich verlaufen. Es ist aber noch in Arbeit sozusagen. Was ich Ihnen hier aber gerne mitgeben möchte, ich meine, ich habe Ihnen ja jetzt schon so ein paar kleine Schwierigkeiten genannt. Ich würde sagen, wenn immer Sie in so ein Projekt hereingeraten, versuchen Sie es in diesem Falle nicht einfach nur als Auftrag, nicht einfach nur als ganz normales Projekt zu sehen. Wir haben es hier zu tun mit jahrelanger Erfahrung, jahrelanger Gewohnheit. Wir schaffen hier nicht einfach ein neues Produkt, was wir jemandem verkaufen müssen, sondern es geht darum, Benutzer und auch in dem Fall Softwareentwickler einfach in ein neues Gebiet einzuführen. Man muss sie dazu mitnehmen. Man muss sich dazu auch die Befindlichkeiten aller Parteien, denke ich mal, sehr viel besser anhören. Ich denke, und da komme ich zum Abschluss, Kommunikation ist hier so der entscheidende Punkt. Davon hätte es in dem Falle mehr geben dürfen, sehr viel länger geben dürfen. Und
Ich denke, heutzutage haben sie alle Möglichkeiten dazu. Man kann sich viel, viel besser austauschen. Ich würde sagen, hören Sie allen Projektbeteiligten sehr, sehr viel besser zu, als das in diesem Fall geschehen ist. Wir haben wunderbare Rahmenbedingungen heutzutage, um solche Projekte durchzuführen. Machen Sie es besser. Na gut, dann kommen wir also von kommerziellen Projekten zu kollektiven Prozessen, wenn ich das hier irgendwie loswerde. Zwar ist genau der Punkt mit der Kommunikation der, wo ich auch einsteigen kann, weil eben das der Kernpunkt ist, um den sich vor allem in dem Bereich der Selbstorganisation die wichtigsten Fragen irgendwie drehen. Wie reden wir miteinander und kriegen wir es auch hin, uns gegenseitig zu verstehen? Dazu ist natürlich auf der einen Seite eine Kommunikationsinfrastruktur vonnöten. Auf der anderen Seite müssen ein paar Leute verstehen, worum es überhaupt geht. Und ihr müsst jetzt auch meinen künstlerischen Ergüssen des Nachts irgendwie kurz teilhaben. Ich möchte euch nämlich den Prozess Mapping All Alternatives vorstellen, der im Dezember, so hier ist der Laserpointer, glaube ich, genau, der im Dezember quasi gestartet wurde durch einen Workshop von WeShare und den Commons-Leuten, die Commons-Sommerschule machen, Silke Helfrich und so das Buch The Commons kennen vielleicht einige. Und der Prozess fing einfach dadurch an, dass ein Haufen Mails und Pads zusammengeschrieben wurden, Leute mit Informationen überladen wurden und so ein bisschen das Ding seine Kreise zog. Was soll einfach passieren? Man will alle alternativen Projekte der solidarischen Ökonomien, der Gemeinwohlökonomien, offene Gärten, Werkstätten, Lastenrad, Verleihstation, egal was, da wird die Taxonomie gerade entwickelt, was überhaupt und was nicht, in die OpenStreetMap packen. Und das ist ein Prozess, an dem ungefähr 10 Organisationen und 30 bis 50 Individuen teilhaben. Da aber die OpenStreetMap aufgrund ihrer Architektur nicht und auch aufgrund der Community nicht alle Metadaten aufnehmen möchte, wir wollen keine kompletten Projektprofile dort ablegen, saugen wir also die Metadaten irgendwie ab und packen die in eine eigene Datenbank, womöglich eine Geocouch. Das ist jetzt dann auch wieder dieses Maintainer-Modell. Es gibt eine Stiftung im Hintergrund, die bezahlt einen Entwickler, der sich darum kümmert, dass die Stiftung für ihre eigenen Zwecke ihre Subsistenz-Cloud aufbauen kann. Aber durch die Wahrung von offenen Standards wird es möglich sein, dass eben auch andere Projekte ihre Daten, ihre Metadaten dort mit einbringen und mit der OpenStreetMap verlinken können. Die ganzen rechtlichen Fragen sind noch dabei zu diskutieren und jetzt ist die Gruppe dabei, sich seit dem MMM, dem München Mapping Meeting, wie es ganz groß hieß, weiter zu organisieren, die Kommunikationskanäle so ein bisschen zu lenken, sich in Paris mit den WeSharern zu treffen, wo auch hunderte Leute und riesengroße Keynote-Speaker erwartet werden. Open Knowledge Fest in Berlin wird eine Station sein, wo wir Zwischenstände präsentieren werden und auch versuchen, Mitstreiter zu finden, um am Ende auf der Degrowth in Leipzig Anfang September diesen Jahres auf dieser Konferenz für Postwachstumsökonomien schon mal erste Ergebnisse vorzustellen. Ihr findet das Ganze unter dem Hashtag 14MMM. Die Gruppe hat noch keinen Namen, aber die Kommunikationskanäle sind unter almende.io zusammengefasst. Danke. Dankeschön. So, mich kennen Sie hier oben schon. Ich wurde aber vom Programmkomitee auch gebeten, einen Lightning Talk zu halten, und zwar einen Lightning Talk zum Foskis e.V., zu einem Verein,
einen Lightning Talk. Eigentlich passt das so nicht wirklich zusammen. Ich kann Ihnen am Stand vom Vosges e.V. minutenlang irgendwas erzählen, was der Vosges e.V. macht, was er letztes Jahr, was er die letzten 10 Jahre gemacht hat und warum er toll ist und warum man Mitglied werden muss. Aber in einem Lightning Talk passt es ja nicht so richtig rein. Aber wenn es der Wunsch vom Programmkomitee ist, dann würde ich sagen, okay, übersetzen wollen wir die Seite nicht, nein. Will auch nicht weg, egal, nehmen wir den hier. So, okay, dann reden wir eben über Vereinsmeierei, gucken uns an, wie das beim Vosges e.V. so üblicherweise abläuft und schauen uns den Anfang des Vosges e.V. ein. Dazu müssen wir etwa ins Jahr 2000 zurück. 2000, das klingelt natürlich bei allen, die entsprechenden benannten Supermärkte oder eben SimCity 2000. Und es war genau der Zeitpunkt, wo das Abenteuer begonnen hat, allerdings nicht unter dem Label Vosges e.V., sondern 8 Jecken unter Gender-Aspekten wieder katastrophal, nur Männer dabei. Und von den meisten ist kein öffentlich verwendbares Foto im Internet zu finden. Und bei den anderen habe ich über so einen Title-Tag wenigstens die entsprechende Lizenz ergänzt. Also ein paar Leute, 8 Stück, kamen auf die Idee, kommen, wir gründen einen Verein. Wir nennen den GRAS Anwendervereinigung. Das war am 15. April 2000. Und das Einzige, was die im Sinn hatten damals, war, wir wollen einen Verein, der unglaublich schnell wächst. Das stimmt natürlich so nicht. Allerdings wäre ich dann genau jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, was die vorhaben, steht ja in der Satzung. Da sind die Satzungsziele, da können Sie genau gucken, was der Vosges macht. Wollen wir hier an der Stelle nicht, weil es viel zu trocken wäre, bleiben wir also doch lieber beim Aspekt Wachstum. Also im ersten Jahr die Gründungsmitglieder, warum da 7 statt 8 ist, kann ich Ihnen im Detail so noch erklären. Im Laufe der nächsten Jahre wächst die GRAS-Anwendervereinigung in einem unglaublich rasanten Prozess bis zum Jahr 2007 auf 41 Mitglieder. So ein paar kleinere Eintritte und Austritte kommen noch dazu, aber genau dann, nach dem 41. Mitglied, kommt das Jahr 2008. Das heißt, das ist genau 24 Jahre nach 1984. Und Sie wissen, wenn Sie die 24 rückwärts lesen, was für eine Zahl rauskommt. Und die 42, die sagt Ihnen ja sicherlich was. Sie haben ja mit IT zu tun. Also im Jahr 2008, 24 Jahre nach 1984, wird das 42. Mitglied für die GRAS-Anwendervereinigung gewonnen. Und plötzlich geht's ab. Die GRAS-Anwendervereinigung nennt sich um in Vosges e.V. Die Konferenz gab es unter dem Namen schon. Es gab eine heiße Diskussion, ob es ein OSGEO e.V. wird oder ein Vosges e.V. Und 3 große Dinge auf einmal geschehen 2008. Der Vosges e.V. wird Ausrichter der gleichnamigen Konferenz. Der Vosges e.V. wird das Local Chapter der OSGEO Foundation. Und der Vosges e.V. wird Ansprechpartner für OpenStreetMap. Alles in diesem einen Schlüsseljahr 2008. Und tatsächlich, ab 2008 geht die Mitgliederentwicklung rasant nach oben, sodass wir jetzt Ende 2013 165 Mitglieder zählen. 7 Vereinsmitglieder übrigens feiern auf dieser Vosges-Konferenz ihren Beitrittstag. 6 davon sind exakt am 21.03.2012 in Dessau eingetreten. Also im Rahmen einer Vosges-Konferenz. Alle sind persönliches Mitglied und was mir am wichtigsten ist, alle sind immer noch Mitglied im Vosges und keiner ist ausgetreten. Nochmal zurück zu der Mitgliederentwicklung. Wenn man schaut, was für ein Trend da dahinter steckt, dann sieht man, dass ein linearer Trend da nicht so richtig funktioniert. Also versuchen wir das Ganze exponentiell anzunähern. Und wenn man die entsprechende Funktion, R² ist ungefähr 99,5 in etwa, also ziemlich gut, dann kommt man auf eine entsprechende Formel, die ja für die Zukunft ziemlich hoffen lässt. Also wir stellen exponentielles Wachstum beim Vosges e.V. fest. Und das ist genau der richtige Punkt, wo wir sagen können, wir reden jetzt mal endlich über Geld. Die Mitgliedsbeiträge, die die Vosges-Mitglieder im Jahr 2013 entrichtet haben, sind 2.325 Euro. Das ist ein Durchschnitt von 14 Euro pro Mitglied
Und wenn man dann guckt, was der Vosges e.V. ausgegeben hat, dann hat er für Öffentlichkeitsarbeit 5.300 Euro und für Software- und Datenprojekte, um die zu fördern, 12.800 Euro ausgegeben. Die Mitglieder werden morgen Abend auf der Mitgliederversammlung die Zahlen noch detaillierter bekommen. Das heißt, der Verein hat pro Mitglied, das er hat, knappe 110 Euro in die Öffentlichkeitsarbeit interessiert sie ja nicht. Das ist ja nur Werbung und Live-DVDs, die habe ich deswegen hier nicht berücksichtigt. Also nur für die Software- und Datenprojekte, den Input, den der Vosges e.V. geliefert hat, haben wir 110 Euro pro Mitglied investieren können. Das heißt, nochmal im Klartext, sie geben uns 14 Euro und wir geben Projekten 110 Euro. Also wenn das mal kein Return of Investment von 450% ist, dann weiß ich ja nicht. So, damit ist meine Zeit mit Sicherheit schon nahezu rum. Trotzdem wage ich noch einen ganz schnellen Ausblick in die Zukunft. Halt! Das heißt, bis zum Jahre 2042 hochgerechnet, warum ich das genommen habe, ist Ihnen ja, denke ich, auch klar, wird der Vosges e.V. 70.680 Mitglieder haben und jährlich 5,5 Millionen etwas gerundet in Software- und Datenprojekte stecken. Das sind doch mal wunderbare Aussichten. Was heißt das für 2014, damit wir das auch erreichen? Vielleicht sollten wir den Mitgliedsbeitrag auf 42 Euro erhöhen. Und so als kleinen Hintergedanken noch, falls Sie es noch nicht wussten, Grass 1 wurde 1984 veröffentlicht. Danke. Danke. Eine Sekunde, das zählt noch nicht. Ja, auch ich bin gefragt worden, relativ kurzfristig, ob ich vielleicht noch einen Lightning Talk hinzuschießen könnte zu dieser Konferenz. Und zuerst habe ich mir gedacht, nee, habe ich keine Lust drauf, weil ich sowieso schon so viel mache auf dieser Konferenz. Habe mich aber dann doch anders entschieden, weil mir dieser Punkt Mitmachen sehr am Herzen liegt. Und dann habe ich diesen auch dann direkt Mitmachen genannt, den Talk. Okay, also zunächst mal kann man quasi schon jetzt hier ein Dankeschön ausrichten an Sie alle, an die ganzen Teilnehmer. Denn mehr als 500 Teilnehmer hier auf der Konferenz, das ist schon ein ganz tolles Mitmachen eigentlich an so einem Open Source oder Frei- und Open Source Software Konferenz. Finde ich schon hervorragend. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir alle noch ein bisschen mehr mitmachen können. Das bezieht sich auch auf mich und auch auf alle anderen Leute hier. Die Frage, die sich da stellt, ist, warum sollten wir überhaupt mehr mitmachen? Und wie Sie vielleicht jetzt schon mitbekommen haben, es geht um Ruhm und Ehre, es geht um Nehmen und Geben. Ne? Das heißt, diese freie Software, die darf man natürlich einfach nur nehmen und nutzen. Das steht ja entsprechend auch in den Lizenzbedingungen dabei. Aber es ist auch schön, wenn man was zurückgibt, wenn man denn was geben kann. Man lernt sehr viel über die Zusammenhänge, die mit Geodaten und ihren Prozessen halt zusammenhängen. Man kann das weitergeben, man kann Einfluss nehmen auf seine Lieblingsprojekte und so weiter und so fort. Und vor allem brauchen die Projekte sie alle. Darum, wie man im Rheinland sagt. Ne? Also warum? Darum. Wir brauchen die Menschen alle, Male. Tatsächlich ist das so, dass das eine Win-Win-Situation ist, so die klassische eigentlich, weil sowohl sie profitieren werden davon, wenn sie mehr mitmachen, als auch die Projekte werden extrem davon profitieren. Okay, wie soll ich denn überhaupt mitmachen? Waren eben ziemlich viele Hände oben, als gefragt wurde, ob es die erste Konferenz ist. Wenn das die erste Vosges-Konferenz ist, würde ich mal vermuten, dass viele von Ihnen auch vielleicht noch nie so richtig partizipiert haben an einem Open-Source-Projekt. Das ist auch vollkommen okay, das ändern Sie dann jetzt einfach bald. Wie machen Sie das denn? Es ist total einfach. Heutzutage ist es total einfach zu partizipieren an so einem Open-Source-Projekt. Machen Sie Werbung. Ne? Wenn Sie jetzt hier heute was sehen, was Ihnen gefällt, oder morgen oder übermorgen, dann erzählen Sie anderen Leuten davon. Das ist schon Partizipieren an Open-Source-Software, weil Sie Alternativen aufzeigen zu proprietärer Software zum Beispiel. Gehen Sie auf Konferenzen, da können Sie jetzt alle schon ein Häkchen hinmachen.
Stellen Sie Fragen. Auf dieser Konferenz gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man einen Vortrag gehalten hat und anschließend gibt es nicht so richtig viele Fragen. Stellen Sie Fragen. Stellen Sie die Fragen, die Ihnen wichtig sind. Wenn Sie zum ersten Mal hier sind, haben Sie vielleicht ganz grundlegende Fragen und das ist auch gut, dass die gestellt werden. Aus meiner Erfahrung ist es immer so, dass irgendjemand die ganz grundlegende Frage stellt und alle anderen sagen, puh, endlich hat also einer mal gefragt, weil ich habe es auch nicht kapiert. Schreiben Sie auf Ihren Blogs, gehen Sie zu Twitter und veröffentlichen Sie irgendwas. Melden Sie Fehler. Übersetzen Sie, schreiben Sie Dokumentation, das ist alles relativ einfach. Wenn Ihnen das alles nichts sagt und das alles Ihnen fremd vorkommt, GitHub, Transifex und Markdown, gar nicht schlimm. Das lernen Sie in diesem Prozess. GitHub eröffnet ganz neue Wege und sehr einfache Wege, direkt Code oder Dokumentation zu machen. Transifex ist zum Beispiel etwas, womit man sehr schnell und sehr schön übersetzen kann. Und Markdown ist so eine Sache, das sieht nicht so technisch aus, wenn Sie solche Code schreiben. Wenn Sie es nicht verstanden haben, fragen Sie mich gleich, ich erkläre es Ihnen dann alles nochmal. Okay, das hört sich jetzt bis jetzt so an, als ob eigentlich nur die Leute, die noch nie irgendwas partizipiert haben, sich jetzt hier quasi angesprochen fühlen sollen, um halt mehr mitzumachen. Aber ich sehe es eigentlich anders. Das betrifft nicht nur Nicht-Entwickler, sondern auch die Entwickler, die schon in Projekten mit teilnehmen. Wenn wir jetzt sagen, so mehr als 500 Teilnehmer, würde ich jetzt mal tippen, reine Raterei. Ich sag mal, 35% von den Leuten, die vielleicht hier sind, arbeiten in irgendeinem Open-Source-Projekt vielleicht mit. Und die anderen 65%, wenn das 100% zusammen ergibt, ich hoffe ja, sind vielleicht so Leute, die das vornehmlich nutzen und das ist wie gesagt auch okay. Bislang habe ich über diese 65% gesprochen, jetzt rede ich über die 35%, also die Leute, die schon in Open-Source-Projekten mitarbeiten. Die Projekte sind ganz klar gefordert, mitmachen zu fördern. Wenn die Projekte Sie brauchen, also Sie als normale User einfach nur der Software, dann sollen die auch gefälligst mitmachen, vereinfachen. Wie machen das die Projekte? Sie sollten dafür sorgen, alle Projekte, und da fühle ich mich selber mit angesprochen und auch viele andere Projekte sollten sich da angesprochen fühlen, wir müssen die Einstiegshürde tief halten, damit Menschen relativ einfach bei uns mitarbeiten können. Wir sollten die ersten Code-Reviews, die man bekommt, also wenn Sie das erste Mal wirklich Code beitragen wollen, das sollte sehr wohlwollend geschehen. Da sollte man auch vielleicht mal irgendwas reinlassen, was man vielleicht nicht sonst reinlässt und es anschließend dann nochmal überarbeiten oder so. Weil das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn man das erste Mal Code beigetragen hat, zum Beispiel zu einem Projekt. Wir müssen es sehr einfach machen, dass man mitmachen kann. Die Doku sollte aktuell sein. Das heißt, ich habe keine Lust, irgendein neues Projekt eigentlich mitzumachen und dann lese ich eine alte Doku. Es heißt, auf uns alle kommt viel Arbeit zu, aber ich glaube, wir haben auch alle einen hohen Profit, der sich daraus ergeben könnte. Und damit bin ich beim Fazit. Ich fordere Sie auf, dass Sie alle ein bisschen mehr mitmachen können. Wie gesagt, das reicht schon, wenn Sie mal eine Frage stellen oder wenn Sie zu einer Konferenz gehen. Wie gesagt, Sie haben das Häkchen ja schon. Aber andererseits auch die Projekte, die müssen alle Male das Mitmachen vereinfachen, damit wir das auf eine breitere Basis stellen können, diese Open-Source-Software. Und dann haben wir vielleicht auch geschafft, dass 100% von denen, die heute hier sind, irgendwann sagen können, ich mache mit. Danke. Ja, auch einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Hört es das an? So, jetzt sind wir online, ja. Umbauphase länger gedauert wie der Lightning Talk. Ich werde Ihnen kurz vorstellen, wie man live hier, würde ich es präsentieren, einen Shapefile in weniger als 5 Minuten als WMS publiziert. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich den Vortrag umbenennen sollte in mein unnützes proprietäres Geo-Datenformat als WMS in weniger als 5 Minuten. Habe ich mir dann geschenkt. Ich steige auch direkt voll ein, wir haben nicht viel Zeit.
Ich werde das mittels der GeoServer REST API machen. Was ist die GeoServer REST API? Ja, es ist einfach eine Schnittstelle, um eine GeoServer-Instanz mittels einfacher HTTP-Aufrufe zu konfigurieren, umzukonfigurieren, zu ändern. Das heißt, alle Entitäten im GeoServer, sprich Layer, Styles, Workspaces, haben feste URLs und können über HTTP-Aufrufe mit Get, Post, Put, Delete geändert, angelegt und gelöscht werden. So, um das zu demonstrieren, habe ich hier einen kurzen OpenLayers 3 Client gebaut mit einer Hintergrundkarte. Werde auch der Fairness halber hier mal auf Update drücken. Sie sehen, es passiert nichts. Das wollte ich auch damit nur demonstrieren. Habe im Hintergrund lokal bei mir eine leere GeoServer-Instanz liegen und werde jetzt als allererstes mit einem einfachen HTTP-Post-Aufruf einen neuen Workspace anlegen, in dem wir uns dann anschließend bewegen. Das Ganze mache ich einfach in einer ganz einfachen Konsole mit Curl als HTTP-Client. Sie können jeden anderen HTTP-Client benutzen, indem ich den Aufruf herauskopiere, kurz hier einfüge. Die Kommunikation findet statt. Und wie Sie hier sehen, wird auch die Antwort rein, das HTTP Status 201 created. Das heißt, mein Workspace wurde angelegt. So, jetzt der entscheidende Teil. Das ist der Aufruf, um mein Shapefile, was ich lokal bei mir auf der Platte habe, im GeoServer zu publizieren. Ich werde einfach mit HTTP put das Shapefile hochladen und das Ganze dann in unserem soeben angelegten Workspace Foskis 2014 unter dem Datastore-Namen Bands ablegen und das direkt da publizieren. Jetzt dauert es ein wenig. Auch hier HTTP-Status 201 created, scheint also geklappt zu haben. Überzeugen wir uns selbst. Die Karte von eben, der bange Moment bei einer Live-Präsentation. Hier meine Punkte sind da. Die Punkte sind Herkunftsstätte von berühmten Rockbands, was man halt so zu Hause an Shapefiles halt so rumfliegen hat. haben sie sicher auch alle. Genau. Letztlich sind wir eigentlich jetzt schon fertig. Das Shapefile ist publiziert. Wir haben die Daten in einem Webclient abgebildet. Das Capabilities-Dokument sind vorhanden, jetzt wären wir fertig. Jetzt sieht das aber ein bisschen langweilig aus, die ganze Nummer. Und da ich noch 2 Minuten Zeit habe, hoffentlich, der Marco ist noch nicht nervös, werde ich jetzt noch zeigen, wie man ebenfalls über die GeoServer REST API mittels SLD diesen Layer ganz einfach stylen kann. Dafür brauchen wir letztlich 3 Schritte. Man muss zum einen einen neuen Style in unserer GeoServer-Instanz anlegen. Das sage ich ihm hier. Leg mir bitte einen Style mit dem Namen Bands an und alles, was dort reinkommt, speichere dir lokal im Webserver unter bands.sld. Das gleiche Spiel, über Curl abgefeuert. Als nächstes lade ich in den neu erzeugten Style ein bestehendes SLD-File. Das heißt, von meiner lokalen Platte wird ein Upload durchgeführt in den Style Bands, den ich soeben im vorherigen Schritt angelegt habe. So, jetzt existiert der Style in meiner GeoServer-Instanz. Zu guter Letzt, dass wir was sehen, weise ich jetzt diesen neuen Style dem vorher angelegten Layer als Default-Style zu, sodass wir uns auf der Karte, wenn alles gut geht, auch ansehen können. So. Sie sehen, die gleichen Punkte wie vorher, nur ob kartografisch sinnvoll gestylt, weiß ich nicht, aber mit wenigen Schritten hier publiziert. Und da ich als Softwareentwickler generell so ein bisschen faul bin, was händische Schritte angeht, ging mir dieses Dreifache schon, diese 3 Schritte für die Publizierung schon auf die Nerven und habe mir dann noch ein kurzes Bash-Skript geschrieben, was die 3 Schritte aggregiert, was 2 Parameter bekommt, um das zu vereinfachen. Und damit will ich auch den riesen Vorteil von dieser GeoServer REST API zeigen, dass Sie wiederkehrende Workflows und Schritte einfach skripten können. Sie können sich die speichern, ablegen, also die Klickreihenfolge jemanden zu vermitteln in der Oberfläche ist schwierig, aber zu sagen, für diesen Befehl aus, das kann man so ziemlich jedem beibringen.
Und um das noch kurz zu demonstrieren, führe ich noch kurz das geschriebene Bash-Skript aus. Das nennt sich ein AddDefaultStyle. Ich sage ihm einfach, welcher neue Style angelegt werden soll, in welchen Layer. Dann werden im Hintergrund die drei Curl-Aufrufe durchgeführt. Ein paar Log-Ausgaben drin, sind wir auch schon fertig. Reicht nicht mal, um Kaffee zu holen. Also und zack, sieht der Layer anders aus. Das war's auch schon. Vielen Dank.